herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz. Ich möchte Ihnen heute ein Bild vorstellen, das der Maler Ferdinand Macketanz geschaffen hat. Es zeigt den Kunsthistoriker Walter Käsbach. Es ist Teil unserer aktuellen Ausstellung Form und Freiheit von der Figur zur Abstraktion. Walter Käsbach wurde 1879 in Mönchengladbach geboren. Nach dem Abitur studierte er Kunstgeschichte, arbeitete zunächst an der Nationalgalerie Berlin, bevor er 1920 die Leitung des Angermuseums in Erfurt übernahm. 1924 wurde er zum Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie ernannt. Dort leitete er weitgehende Reformen ein und berief fortschrittliche Professoren. Doch als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurde Käsbach seines Amtes enthoben. Der mit ihm bekannte Maler Helmut Macke, der seit Januar 1933 auf der Bodenseehalbinsel Höri lebte, lud ihn ein, ihn zu besuchen. Käsbach gefiel die ländliche Einsamkeit so gut, dass er kurz entschlossen ein Grundstück in Hemmenhofen erwarb und dort ein Haus baute, in das er 1934 mit seiner Haushälterin Paula Hess einzog. Fortan beschäftigte sich der gebildete Stadtmensch Walter Käsbach intensiv mit seinem Garten, den er selbst bebaute. Es sprach sich unter den mit Käsbach befreundeten Künstlern bald herum, dass die nahe der Schweizer Grenze gelegene Höri nicht nur ein landschaftlich schöner, sondern auch ein guter Ort für die innere Emigration sei. Im Laufe der Jahre zogen die Maler Otto Dix, Erich Heckel, Kurt Georg Becker, Jean-Paul Schmitz und Ferdinand Macketanz auf die Höri. Macketanz war 1942 in Düsseldorf ausgebombt worden. Käsbach vermittelte ihm und seiner Frau ein Häuschen in Kattenhorn und wurde vermutlich zum Dank von ihm porträtiert. Macketanz, 1902 geboren, hatte an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert und zählte zur Gruppe Das junge Rheinland. 1951 sollte er als Professor an die Düsseldorfer Kunstakademie zurückkehren. Einer seiner Schüler war der heute international bekannte Maler Gerhard Richter. Doch nun zu unserem Bild. Das 44 x 53 cm große, undatierte, vermutlich kurz nach 1945 entstandene Gemälde zeigt Walter Käsbach entspannt in einem Sessel sitzend. In seiner aufgestützten rechten Hand hält er eine Zigarettenspitze. Er trägt ein weißes Hemd und ein schwarzes Jackett. Hinter ihm steht ein mit Büchern gefülltes Regal. Käsbach tritt uns hier nicht als ein in ländlicher Einsamkeit lebender Gärtner entgegen, sondern zeigt sich als kultivierter Grand Seigneur. Das lange, schmale Gesicht mit den vergeißigten Gesichtszügen ist von vornehmer Blässe. Die langgliedrigen Finger wirken gepflegt und lassen nichts von harter Gartenarbeit erkennen. Auffallend ist der wolkige Farbauftrag, welcher der Darstellung eine diffuse Anmutung verleiht. Daran ist vor allem der Bildträger schuld. Eine poröse, weiche Pavatex-Platte, wie sie von Künstlern in den Nachkriegsjahren mit ihrem Materialmangel oft verwendet wurden. Doch Macketanz scheint der schwammige Untergrund nicht gestört zu haben, im Gegenteil. Er half ihm, die Persönlichkeit seines Gegenübers so zu erfassen, wie dieser von vielen Menschen beschrieben wurde, nämlich als still, vornehm, diskret und zurückhaltend. Ein anderer Bodenseemaler, William Straube, hat Käsbach 1947 in einem Pastell festgehalten. Auch hier entzieht sich der Dargestellte, bleibt schemenhaft flüchtig, die pudrige Kreide ist das passende Malmaterial, um genau das zum Ausdruck zu bringen. Maler sind als Porträtisten oft einfühlsame Psychologen. Ferdinand Macketanz' Bildnis von Walter Käsbach lässt daran keinen Zweifel.